Einfühlung, eine wichtige Fähigkeit des Menschen. Einfühlung ist ein schönes Wort. Da steckt Fühlen dabei, da steckt das Hineinfühlen dabei und da steckt auch irgendwie das Wort Eins dabei. Der Mensch ist ein geselliges Wesen, sagt schon Aristoteles. Der Mensch ist Zoon Politikon, geselliges Wesen. Der Mensch will mit anderen zusammen sein. Und um mit anderen zusammen sein zu können, ist eine wichtige Eigenschaft. Er fühlt sich in andere ein, er kann sich in andere eindenken, er versucht zu verstehen, was andere fühlen. Angenommen, du siehst jemanden, der sich Zitronensaft in den Mund hineingibt, dann fühlst du das Saure selbst. Oder angenommen, jemand rutscht aus und fällt auf den Boden, dann tut's dir weh. Der Mensch hat also die Fähigkeit, zu spüren, was ein anderer spürt. Oder angenommen, du siehst jemanden, der traurig ist, dann fängst du auch an zu weinen, sogar ohne zu wissen, warum er trauert. Das sind die Fähigkeiten des Menschen des Einfühlens. Die Hirnphysiologen haben ja sogar die sogenannten Spiegelneurone postuliert und behaupten, im menschlichen Gehirn gäbe es irgendwelche Zellen, deren Aufgabe es ist, so zu reagieren, wie ein anderer reagiert, wenn er etwas sieht. Wenn man also jemand anders beobachtet und dann fühlt man sich in ihn hinein und man spürt was Ähnliches wie der andere. Diese Einfühlung kann natürlich korrekt sein und wie jede Wahrnehmung kann sie auch unkorrekt sein. Man kann auch glauben, dass jemand anders etwas fühlt und denkt, man weiß, was der andere fühlt und denkt. Man kann sich dabei auch täuschen. Deshalb, man sollte öfters mal auch seine Vorstellungen von dem, was man fühlt und denkt, was der andere fühlt oder denkt, auch mal hinterfragen und überlegen, stimmt das überhaupt? Aber Einfühlung ist auch etwas, was man kultivieren kann. Der Yogameister Patanjali im Yoga Sutra gibt verschiedenste Techniken, wie man sich einfühlen kann in anderen. Das ganze dritte Kapitel ist voll davon. Patanjali schätzt Maitri Bhavana, das Grundgefühl der Freundschaft, der Liebe, des Mitgefühls sehr. Und er sagt auch, um dieses Mitgefühl zu entwickeln, ist es gut, sich auf andere zu konzentrieren. Er empfiehlt, fühle von deinem Herzen das Herz des anderen, spüre von deinem Bauch her den Bauch des anderen, spüre die Gedanken des anderen, lerne dich einzufühlen. Mitgefühl und Einfühlung sind für den spirituellen Menschen wichtig. Auch schon deshalb, weil wir lernen wollen, von individueller Ego-Verhaftung loszukommen. Statt nur mit sich selbst zu fühlen, ist es besser, mit anderen zu fühlen. Und schließlich zu fühlen, es gibt ein kosmisches Bewusstsein. Das kosmische Bewusstsein manifestiert sich in jedem. Und letztlich, nicht ich bin es, der sich in jemand anders einfühlt, sondern das kosmische Bewusstsein letztlich ist dieses Einfühlen in mich. Was ich als individuelle Seele bezeichne, ist eigentlich die Einfühlung des kosmischen Bewusstseins in diesen Körper und Psyche. Ich bin nichts anderes als eine Einfühlung des kosmischen Bewusstseins. Und dieses kosmische Bewusstsein hat Einfühlung in so viele andere individuelle Wesen. Und zusammen bilden wir ein großes Bewusstsein. Das waren einige Gedanken zum Thema Einfühlung. Mehr Informationen, auch wie man Mitgefühl kultivieren kann, wie man zur Erfahrung von Einheit kommt, auch durch Yoga und Meditation, findest du auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de.